Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist euer Berliner mit einem neuen Spiel. Mit Restaurant Owners Prolog. Und wir sehen ja rechts schon, was noch alles reinkommt. Dekoration und alles mögliche kommt alles noch rein. Das Spiel ist noch sehr, sehr frisch, scheinbar Produktion. Kommt erst 2025 raus, startet heute die Demo-Phase. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ihr seht schon eine schicke, kleine, süße Straße. Am Strand, einem Urlaubsort, würde ich schon fast sagen. Außer, dass wir Öltanker vor der Tür sehen. Naja, das ist nicht gerade sehr urlaubsreif. Und eine kleine Yacht haben wir da. Die zwei Öltanker, ja gut. Das haben wir. Und wir haben Einflugschneise hier. So, kleinen Moment. So, ich musste kurz an die Tür. Wie gesagt, da haben wir hinten die Hochhäuser und alles. Sehr schön. Urlaubsreisen. Hier haben wir ein kleines Restaurant. Wir haben hier unseren Raum. Ich war schon mal in der Aufnahme hier drin, nicht, dass euch wundert. Diese Tür, die funktioniert gar nicht. Da ist gar keine Tür. Die Tür, die man braucht, ist hier. Da geht es in den Nebenraum. Das habe ich auch erst nach einer Weile festgestellt, weil ich die Tür immer nie richtig gesehen habe. So, wir haben hier die Tab-Taste. Wir sollen jetzt erstmal, das erste, was wir machen sollen, bevor wir den Laden bestücken, sollen wir erstmal eine Menükarte fertig machen. Hier haben wir Create New Menü. Dort haben wir jetzt zur Auswahl die Burger. Wir sagen ja, nehmen wir. Ich nenne das Ding mal Zem. Nur Zem. Wir kreieren den Burger. Das war's schon. Jetzt komplett, er springt doch gleich weiter. Ich warne alle vor, die hier das Tutorial spielen. Ihr sollt dann, wenn ihr jetzt wie ich am Anfang schon die Bude einrichtet, bevor es richtig losgeht und ihr habt das erst jetzt als Unterpunkt, dann müsst ihr alles nochmal kaufen. Alles. Es reicht nicht nur ein Teil, ihr müsst alles kaufen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ihr jetzt als nächstes die Essenssachen holt, die habt ihr schon geholt, die Zutaten, dann müsst ihr jedes einzelne Teil neu kaufen. Also ganz doof gemacht, muss ich sagen, aber ist okay. Grafisch, wie gesagt, kommt es genauso rum rüber wie immer. Also typisches Survival-Ding. Survival, entschuldigt bitte. Simulationsspiel. Jetzt sollen wir noch Todays Menü machen, jetzt zum Beispiel Ad. Und ich habe sonst immer zuerst den Preis gemacht und habe mich wohl, wieso geht es nicht weiter? Er will, dass ich jetzt den Preis festsetze. Da gehen wir hier rauf, drücken auf die Dollarzeichen und sagen jetzt mal, ich muss da anklicken. Sagen wir 2,50 Dollar. Wir safen ab. Menü ist erstellt. Und jetzt sollen wir erst den Tisch kaufen. Wir gehen wieder ins Tablet rein. Hier raus. Falls jemand da ist, der programmieren kann, kann mir mal einer sagen, was so ein Menü, was sowas kostet. Und ich meine, das Spiel ist zum Beispiel auch mit Unity gemacht worden, ist ja mit Assets. Wie so ein Template oder wie man sowas nennt, wie viel Aufwand das ist mit Kunden generieren, dass die Kunden reinkommen, essen, was bezahlen oder nur was bezahlen. Ob sowas schwer ist zu erstellen, so ein Verkaufsding. Würde mich interessieren, ob es ein riesengroßer Aufwand ist oder ob es von dem Aufwand her geht. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Hoffe ich. So, wir gehen jetzt erstmal hin und kaufen jetzt den Tisch. Und mich würde es mal echt interessieren. So, wir kaufen jetzt einen Doppeltisch. Den haben wir jetzt drin und wir kaufen gleich noch einen Lagertisch. Bei den... Warte mal. Das machen wir mal nicht. Nee, ich kaufe schon wieder so einen. Und habe die Vermutung, da geht es nachher nicht weiter. Okay, ich kaufe den. Wieso habe ich 0 Euro? Ah ne, 99, okay. So, jetzt ist drüben angekommen vor der Tür. Hier haben wir es. Den Tisch. Wir nehmen ihn auf. Wir wollen ihn sitzen, machen ein Unboxing. Machen wir hier den Tisch hin. Direkt in der Front von dem Raum. So, und jetzt sollen wir kaufen. Die Zutaten sollen wir jetzt kaufen. So, da haben wir es dann hier. Hier haben wir den Market. Jetzt müssen wir... Das ist, was ich meinte, alles kaufen einmal, damit es weitergeht im Tutorial. Und ihr seht schon, es geht hier bis Level 25. Ich denke mal, die werden noch weiter daran arbeiten, weil sie haben ja eine Roadmap. So, jetzt habe ich alles gekauft. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit hier rumlaufen. So. Ach so, ja, jetzt kommt das. Okay, jetzt müssen wir nämlich noch was kaufen. Das stand nämlich nicht drin. Und zwar sollen wir das Lager bestücken. Wir brauchen ein Lagerregal. Das kaufe ich jetzt.
Da ist es. Das müssen wir jetzt umstellen. Man kann es auch, das stört mich so ein bisschen, nicht an die Anträge, an die Wand stellen. Also ihr müsst immer so einen Abstand haben. Das heißt, ihr verliert mordsmäßig viel Platz im Laden. Oder im Lager. Was ich ein bisschen schade finde, daran sollte man nochmal nacharbeiten. Ich zeige gleich noch was, was mich persönlich stört. Und was meiner Meinung nach gar nicht so schön ist. So, wir können jetzt eröffnen, sagt ihr, wir können das Open Schild öffnen, wollen wir noch nicht. So, jetzt haben wir das. Wir haben hier unseren Laden, wir haben hier unsere Kasse. Ich mache mal die hier so hinten zu. Jetzt kommt das, was ich für nicht so schön finde. Erstmal, wie gesagt, die Grafik ist typische Simulationsgrafik. So, bisher geht sie ja vom Menü her. Jetzt kommt da für mich das absolute, ja, nicht No-Go, was ich schon schade finde. Ich mache jetzt den Laden auf. Passt auf. Da frage ich jetzt mal, vielleicht können die Entwickler einschreiben, wozu habe ich hier eine Kasse, die ich nicht bedienen kann. Ich zeige euch das gleich. Ich finde das Spiel recht nett gemacht. Ich finde es halt doof, dass man hier eine Tür macht, die man gar nicht benutzen kann. Da hinten dann die Tür hinkommt. Bisschen seltsam. Die Tresen können wir auch nicht umstellen. Und jetzt haben wir die Sachen hier drüben. Wie ihr schon selber gesagt habt, hä, wo ist denn die Küche? Ja, jetzt kommt's, was ich meine. Ich hoffe, es kommt gleich mal einer, der reinkommt. Also, was ich hier gut finde, es stürmen nicht endlos viele Kunden rein. Die kommen nach und nach. Wahrscheinlich nur, mal sehen, ob jetzt ein oder zwei Personen kommen. Müssen wir mal abwarten. Vielleicht kommen auch gleich zwei Personen. Das heißt, die Plätze, die wir haben, das sind die einzigen Kunden, die reinkommen. Nicht wie bei einem anderen Geschäft, ist klar. Oder auch keine Laufkundschaft, die, weiß ich, was zum Essen mitnehmen wollen für unterwegs. So, man denkt jetzt, oh cool, ich kann jetzt was machen, aber hört euch fest, die setzen sich hin. Die bestellen jetzt beide. Ich drücke die an. Mit F. Die bestellen beide einen Burger. Ich drücke ja, Order angenommen, das war's. Weil die Küche arbeitet bereits. Und das ist das erste Essen. Und somit haben wir verdient. Was ich noch schade finde, ist, ich weiß nicht, ob es mit Absicht ist. Die Burger sind halt riesengroß. Ich gehe von aus, dass es mit Absicht ist. Ansonsten würde ich geiler finden, weil die Pommes sind ganz klein, die Burger ganz groß, dass man vielleicht die Proportion so ein bisschen anpasst. Weil ich finde es immer schön, ein Spiel zu haben mit Proportionen. Und das war's. Ich kassiere so. Ich gehe jetzt hin, drücke die rechte Maustaste. Kassiere ab und reinige gleichzeitig, kriegt 5 Dollar. Das ist die Mechanik bei dem Spiel mit dem Verkaufen. Das heißt, ihr habt gar keine Küchentätigkeiten. Ihr habt nur Wareneinnahme, Warenausgabe und Einnahmen vom Geld. Was ich ein bisschen schade finde, ich sehe hier ein bisschen was, ja, ein bisschen eintönig werden, ist meine Meinung. Wir nehmen wieder zwei Bestellungen an. Ich kann gleich hier stehen bleiben übrigens. Beide sind kassiert. Oder bedient worden. Die essen beide. Was ich höher gut finde, ist, das Essen, ja, ist recht billig. Aber es sind Normalpreise. Nicht wie bei manch anderen Spielen, wo du dann 30 Euro für einen Burger ausgibst. Und das war es leider schon. Ich finde es ein bisschen wenig. Ich finde es schade. Spiel könnte mehr sein. Ich will mal sehen, was da noch kommt. Oder ob wir es noch einbauen bei der Roadmap. Aber demzufolge würde ich jetzt schon sagen, die Demo ist verfrüht. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein. Ich finde es schade. Und sie laufen durch keinen durch. Nee, auch gut. Doch, sie laufen durch einen durch, ne? Ja, sie laufen durch einen durch. So, und wie gesagt, das war's mit diesem Simulationsspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Kommentare runter. Lasst gerne die Glocke da und ein Abo da und die Glocke da. Würde mich sehr drüber freuen. Und ja. Ja, schreibt mir einen Kommentar zu eurer Meinung, was ihr davon haltet oder was ihr zu dem Video haltet. Gerne.
Ansonsten wünsche ich euch was. Schön, schön mit dir. Euer Vanina. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.